Ein Video geht viral bei TikTok. Statt einer Rede gibt's einen Rap von einem Schüler. Und vor Passtagen hab ich mir noch einen Kopf zerbrach, was noch mir mal werden kann. Es ist die Abschlussfeier der 10. Realschulklasse in der Albert-Einstein-Schule in Langen. Als Momo auf der Bühne steht, denken alle, dass er eine Rede hält. Doch er rappt. Hier ist das Ganze passiert. Da war die Bühne, da waren die ganzen Stühle. Als ich da oben war, ich guckte mir alle an, ich dachte mir, da hinten saßen alle meine Jungs. Hier waren alle, die ich erwähnt habe, auch ganz weit vorne. Und hier war noch alles schön beschmuckt. Das war wirklich ein schöner Tag für mich. Das war ein sehr, sehr schöner Tag für mich. Ich war dann einer der besten Tage in meinem Leben. Auf alle seine Lehrer macht Momo Reime. Alle kommen in seinem Rap vor. Tobias Wilmersmeier ist Momos Klassenlehrer. Auch in Sport hat er Momo unterrichtet. Und da gab es mal Ärger wegen der Note. Ich meine es wirklich ernst, diese zwei Sport, die brachen mir das Herz. Und das nächste Mal, bitte gib mir nur eine Eins, weil dann musst du auch gar keinen Spiegel darunter leiden. Wir hatten eine Vorgeschichte, dass der Mohammed auch bei mir im Sportunterricht war und dort unzufrieden mit seiner Sportnote war, die er bekommen hat. Da hat er dann sich in einem Spiegel verewigt mit der Faust und das hat er in dem Rap versucht wiederzugeben. Und hat sich aber auch dann irgendwie bedankt dafür, dass er doch im zweiten Halbjahr dann eine Eins bekommen hat, als er seine Sportsachen wieder dabei hatte. Ich hatte ja so einen guten Kontakt zu allen Lehrern. Ich habe mit denen allen auch immer sozusagen ein bisschen Spaß gehabt. Und wir haben uns auch gut verstanden. Ich habe ja auch nichts Schlimmes gesagt. Ich habe ja auch nicht beleidigt oder sowas, was normalerweise man im Rap macht. Ich habe es ja ganz normal gemacht. Ich war immer positiv. Wegen des kaputten Spiegels gab es eine Verwarnung. Beim Abschlussball war das aber alles vergessen. Es war sehr kreativ, sehr originell auch. Er hat versucht, alle Kolleginnen und Kollegen, die er mal im Unterricht hatte, irgendwie mit einzubinden, hat zu jedem so eine kleine Geschichte erzählt. Also ich denke, wir sind alle super unterhalten worden. Und für jeden auch einfach nochmal irgendwie so wie so ein kleines Flashback, so kleine Erinnerungen, die einfach sehr, sehr nett waren. Rappen in der Schule, auf dem Schulhof, in der Pause und auch bei der Klassenfahrt. Und so hat der 20-Jährige eine richtige Fanbase und seine Freunde, die ihn feiern, für sein Talent. Der hat mehrmals öfters auch in Klassenräumen, zum Beispiel Toilette, in Pause, sind wir Toilette reingegangen und dann hat er einfach angefangen zu rappen. Man braucht auch Mut dazu, sich sowas zu trauen und vor allem auch noch vor dem kompletten Abschlussjahrgang. Allein das Selbstbewusstsein, das er hatte, sowas zu machen, das haben nicht viele, die Eier haben nicht da viele dazu. Wir waren stolz auf ihn und, was soll man sagen, er hat meinen größten Respekt. Man braucht Mut dazu und ich hoffe, der kommt mit diesem Lied weiter. Inshallah, der kommt hoch. Ja. Ich liebe dich, Mo. Momo ist geboren in Afghanistan und von dort mit seiner Familie geflüchtet. 2016 haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu kommen, da es dort uns eine Krise bevorstand. Und meine Eltern wollten, dass ich und meine Geschwister eine tolle Zukunft haben. Und deswegen haben sie sich für die Flucht entschieden. Deutsch hat Momo in der Schule, aber auch mit Hilfe der Musik gelernt. Ganz am Anfang, obwohl er noch kein Deutsch kann damals, hat er schon gerappt. Inspiriert durch TikTok und YouTube. Rapper-Mittwoch-Seiten, viele kennen das vielleicht. Das war halt so eine Show, wo die Leute gegeneinander gerappt haben. Ich kann da kein Prozent Deutsch, aber ich habe das trotzdem gefeiert. Und da habe ich dann immer angefangen, auch so deren Texte zu schreiben und das dann selber zu rappen. Und so fing das Ganze dann an. Ich habe das Rappen immer mehr geliebt. Nach einer Zeit lang wurde es sowas wie meine eigene Therapie. Wenn es mir mal nicht gut ging oder ich ein bisschen sauer wurde, habe ich das Ganze dann... Ich habe den Beat laufen lassen, habe irgendwas drauf geschrieben und das hat mir Spaß gemacht. Auch wenn alle sagen, er soll Rapper werden, behält Momo einen kühlen Kopf. Nach dem erfolgreichen Realschulabschluss macht er gerade eine Ausbildung. Ich bleibe natürlich dran. Die Zeit wird hoffentlich noch kommen, wo ich mein Leben auch als Rapper leben kann. Ich werde es ja nicht aufgeben, aber ob's... Also ich glaube daran und ich hoffe, dass es auch so wird. Aber erstmal fokussiere ich mich auf meine Ausbildung als Anlagenmechaniker. Und erstmal möchte ich meine Ausbildung erfolgreich beenden. So etwas hat es noch nicht gegeben in der Albert-Einstein-Schule bei einer Abschlussfeier. Einen rappenden Schüler auf der Bühne, der auch noch viral geht in den sozialen Medien. Ich hoffe, diese Show war unterhaltsam. Und egal, wie schlecht es läuft, gib nicht auf und mach weiter, so wie ich. Hey.